2 und 3 A. Wir haben ja jetzt bis heute alles zusammen erlebt. Das bindet unglaublich, ne? Dann können wir starten. Da finden wir zum Beispiel, dass das Gefühl, eingebunden zu sein, wenn ich Hilfe bräuchte, dann bekäme ich sie. Verstehe. Dass das unsere Stressantwort vermindert. Meine Freunde bedeuten mir echt unfassbar viel. Ich finde das ganz schwer, so in Worte zu fassen, aber sie geben mir Halt, Energie, Wärme. Freundschaften sind essentiell wichtig für uns. Und das Spannendste ist, sie halten uns sogar wortwörtlich am Leben, wie Studien zeigen. Freundschaften machen uns körperlich gesünder. Aber wie geht das? Let's explore. Neben der Frage, wie uns Freundschaften jung und gesund halten, will ich auch verstehen, wie sie lange halten. Deswegen treffe ich gleich zwei, die sind seit ganzen 72 Jahren glücklich befreundet. Richie und Hübi. Die beiden waren schon in der gleichen Klasse zusammen, waren gegenseitig füreinander Trauzeugen und vor allen Dingen machen sie ihr Leben lang schon zusammen Musik. Hallo! Hallo! Schön, hallo. Euch zu sehen. Eigenes richtig Tonstudio schön. Im Keller, oder was? Wie alt wart ihr da, als ihr euch kennengelernt habt? Ja, sag mal, wir waren Kindergartenalter, ne? 4, 5 haben wir uns. Und wir haben da auch nur gut 300 Meter auseinander gewohnt. Insofern ist man eigentlich von klein auf zusammen gewesen. Fast Nachbarn. Ja. Wie schön. Aber euer Alter sieht man euch auch nicht an, muss ich sagen. Ach, das ist aber nett von dir. Wirklich. Komm doch mal öfter vorbei. So fit. Glaubt ihr, dass eure Freundschaft da auch was zu beiträgt? Ich denke mal, auf jeden Fall. Wir haben ja jetzt bis heute alles zusammen erlebt. Mhm. Und diese Erlebnisse, die man so bis heute gehabt hat, ich denke schon, das bindet unglaublich. Ne? Mhm. Ja, wir haben auch Scheiße zusammen gemacht. Ne? Das gehört auch dazu. Glaube ich euch sofort. Das gehört so ein bisschen dabei. Ja. Und die Musik, ist das auch was, was euch verbindet? Auf jeden Fall, muss man sagen, oder? Ja, wir sind, glaube ich, mit 14 oder 15 kriegte Richie seine erste Gitarre. Mhm. Und dann haben wir immer Stücke, die damals also in waren, schön zweistimmig versucht zu singen. Ja. Und dann haben wir eine Band gegründet. Mhm. Ich weiß noch, nach den ersten beiden eigentlich erfolgreichen Auftritten haben wir dann so gedacht, wenn man so mit 14, 15 denkt, ne? So, die Beatles. Und dann kommen wir. Ne? Dann hatten wir plötzlich einen Auftritt für 500 Leuten. Oh, wow. Sind wir dann doch ziemlich nervös geworden. Ja. Ich habe mich auf der Gitarre vergeicht ohne Ende. Und der Hübi, der hat am Schlagzeug weitergeknallt und wollte das alles retten. Ne? Aber das war dann alles nichts. Und als wir uns verabschiedet haben, wir sagten Tschüss, Wiedersehen, wie wir so als artige Jungs auch immer noch so gesagt haben, ja, hat er zu uns gesagt, alt nicht. Oh, wie gemein, ey. Das sind alles Dinge, wir hatten ja positive, auch wie negative Erlebnisse, wie wir das alle ja im Leben mal so haben. Da sind wir den Weg weitergegangen und das schweißt auch, glaube ich, zusammen, ja, oder? In jedem Fall. Ja, ja. Das, was man bisher so geschafft hat, bis auf ein paar kleine Kratzer, auch gesundheitlich, hat man auch schon mal mitbekommen im Leben. Da kann man eigentlich nur Danke sagen. Und da sage ich jeden Morgen, sage ich Danke, dass ich das bis jetzt so erleben durfte, weil ich ja auch weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Ne? Das Interessante ist, das, was Richie und Hübi so verbindend finden, dieses zusammen Musik machen, das verbindet sie tatsächlich. Und zwar nicht nur, weil es so ein gemeinsames Ritual ist, sondern zusammen musizieren hat tatsächlich einen messbaren Effekt. Studien zeigen, wenn zum Beispiel Gitarristen zusammen im Duett spielen, dann synchronisiert sich die Aktivität ihrer Hirnwellen. Also in unserem Gehirn sind zur gleichen Zeit immer ganz viele Nervenzellen entweder aktiv oder inaktiv. Dadurch entstehen solche Hirnwellen, die man messen kann. Und wenn Leute zusammen Musik machen, dann synchronisiert sich der Takt ihrer Hirnwellen. Faszinierend, oder? Ein Hobby, das vielleicht mehr als andere Freunde zusammenschweißt. Dankeschön.
Menschen mit sozialen Beziehungen, also Freundschaften, leben länger und sind gesünder. Wenn man sich so einen Studienzeitraum anguckt, dann haben diese Menschen mit sozialen Beziehungen eine deutlich geringere Wahrscheinlichkeit zu sterben. Eine große Studie mit über 300.000 Teilnehmenden aus 99 Ländern zeigt zum Beispiel, je mehr Menschen ihre Freundschaften wertschätzen, desto gesünder, physisch und mental, schätzen sie selbst sich auch ein. Jahrzehntelange Forschung deutet darauf hin, dass es hier einen Ursache-Wirkungszusammenhang gibt. Die Frage ist doch aber, wie, also über welchen Mechanismus funktioniert das eben, dass Freundschaften uns gesünder machen? Der Frage will ich hier am Zentralinstitut für seelische Gesundheit auf die Spur kommen. Dafür geht's gleich ins MRT und meine Freundin Laura macht mit. Voll spannend, heute hier zu sein. Guck mal, ich glaube, wir müssen da hinten lang. Come on, girl. Laura und ich sollen uns gleich Komplimente machen, während die Aktivität in unserem Gehirn gemessen wird. Ein bisschen Nervosität bleibt immer beim MRT, aber ich freue mich jetzt, Laura, meine Komplimente zu machen. Per Video werden wir uns gleich sehen können. Die Komplimente haben wir uns vorher überlegt und werden sie der jeweils anderen gleich via Textnachricht senden. Dann können wir starten. So, Laura, es kommen jetzt immer 4 Komplimente, die du dir überlegt hast. Das wird dann rübergeschickt und wir melden uns dann wieder, wenn die Aufgabe zu Ende ist und wir dann die Rollen wechseln. Gut, dann geht's los. So, wir warten auf Trigger. Okay. Dann startet. Ja. Wie sie sich freut. Ich bin total berührt und glücklich über Lauras schöne Aussagen und würde sie hier gerade am liebsten drücken. So, jetzt ist die erste Aufgabe vorbei. Geht's dir gut? Alles gut, danke. Und jetzt kommt quasi die umgekehrte Version, dass die Jasmina Komplimente sendet und du empfängst. Das heißt, du darfst die Komplimente für deine Freundin auswählen. Okay, schön. Prima, dann geht's gleich los. Ich bin jetzt richtig ein bisschen aufgeregt und freue mich, Laura zu sagen, wie toll ich sie finde. Wir sind fertig. Ja, danke. Bis gleich. Peter Kirsch hat gemeinsam mit Beate Dietzen von der Universität Heidelberg genau dieses Experiment vorher mit Liebespaaren gemacht. Und sie sind zu einem spannenden Ergebnis gekommen. Das, was wir ja gerade jetzt erlebt und gespürt haben, das gehört ja in eine Studie von euch. Genau, also wir haben jetzt mal exemplarisch aus der Studie 2 besonders spannende Ergebnisse rausgesucht. Das erste hier, da kann man sehen, was in dem Gehirn von dir passiert ist wahrscheinlich, als du die Komplimente von Laura bekommen hast. Wenn man das jetzt mal so grob sagen würde, sind ganz, ganz viele Regionen im Gehirn aktiviert, die was mit Emotionen zu tun haben. Mhm. Und was eine besonders interessante Struktur ist, das ist das Belohnungssystem. Mhm. Ja, also da wird wahrscheinlich ganz schön viel Dopamin ausgeschüttet, wenn man von einem Menschen, der einem nahe ist, gute Sachen gesagt bekommt. Das zweite Ergebnis fand ich eigentlich noch spannender. Ja, da können wir auch noch hinkommen. Das sind jetzt Mittelwerte in der Hirnaktivierung von unseren Probandinnen und Probanden, die an der Studie teilgenommen haben. Das war nämlich bei euch auch so zu beobachten, als ihr im Scanner lagt. Da haben wir zeigen können, dass wenn sie die Lobrückmeldungen schicken, wenn sie sie auswählen und schicken und in dem Moment, in dem sie sie wegschicken, schon eine größere belohnungsrelevante Aktivierung hatten, als wenn sie selber Lob gelesen und bekommen haben. Und das war für uns natürlich verblüffend. Kann man so vom Gefühl so ein bisschen bestätigen, oder? Das ist so wie Geschenke machen, ist ja auch fast schöner. Man hat sich super gefreut, dem anderen das Kompliment machen zu dürfen in dem Moment. Obwohl auch so ein bisschen aufregend dabei. Wird er das jetzt gut finden? Ja. Wird das gut genug formuliert sein? Oder? Aber das passt genau zu den Ergebnissen. Also gerade diese Struktur, das ist das sogenannte ventrale Striatum, das ist Zentrale des Belohnungssystems. Und da wissen wir, das ist besonders sensitiv in Situationen, wo ich erwarte,
meine Freundin wird jetzt sich gleich total freuen, weil ich ihr so ein nettes Lob jetzt rüber schicke. Das scheint im Gehirn schon wie eine Erwartung, dass jetzt was Schönes passiert, verarbeitet zu werden. Danke, dass du das mit mir gemacht hast. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast. Regt dich das noch so zum Nachdenken an? Meinen lieben Menschen häufiger Komplimente zu machen, ist, glaube ich, ein schöner Vorsatz, den ich mit nach Hause nehme und hoffentlich mich auch dran halte. Ja. Wie es mit guten Vorsätzen so ist. Das Experiment bzw. die Studie zeigt, das Miteinander mit Menschen, mit denen wir uns verbunden fühlen, belohnt uns. In unserem Gehirn werden Botenstoffe ausgeschüttet, die uns ein gutes Gefühl geben und uns motivieren, wieder in Kontakt mit der Person zu treten. Also, wenn wir mit Freunden zusammen sind, dann ändert sich etwas so in unserem Gehirn, dass das ja dann auch wieder Auswirkungen auf den Rest unseres Körpers haben kann. Wie genau, das schauen wir uns später noch an. Erstmal möchte ich von Ritchie und Hübi wissen, wie man das hinkriegt. Eine Freundschaft, die ein Leben lang hält. Und das ist so unser erstes Foto, da waren wir 6 Jahre alt. Gott, wie süß, ey. In der Mitte bin ich und das ist der Hübi. Das ist der Hübi, auch wie süß. Ja, ja. Ja, schon direkt 2 und 2, ne? Schön zusammen. Ja, da war schon zusammen. Da haben wir ja auch eigentlich fast alles immer irgendwo zusammen gemacht. Hubert wohnt ja in der Nachbarschaft, nicht? Hm. Wir haben sogar Schützenfest gefeiert, ne? Kinderschützenfest. Mhm. Und da war ich dann hier der Schützenkönig. Und das ist der Hübi. Oh, zeig mal. Ja, das sieht man schon noch. Da, ja. Das Highlight war ja die Tasse Kakao mit Streuselkuchen. Da waren wir zufrieden. Ja. Ne? So in dieser Besetzung sind wir dann das erste Mal aufgetreten. Hubert am Schlagzeug dahin. Ah ja. Das bist du. Bin ich hier mit der Gitarre. Ja, und dann hatte ich das, mein erstes Auto. Sind wir dann gleich nach Hamburg gefahren, was meinen Eltern zwar nicht so gefallen hat, weil wir bis dahin noch die Reeperbahn nicht gesehen hatten. Das musste natürlich sein. Da haben wir so gemeint, da müssen wir auch mal hin, ne? Ja, war ja auch ganz schön. Aber gab es in all den Jahren auch mal Streits zwischen euch? Also ich meine, eine Meinungsverschiedenheit gab es natürlich. Das wäre auch unnormal. Mhm. Aber weißt du, am anderen Tag war das aber auch wieder vergessen. Ja, ja. Vergessen. 72 Jahre später ist man immer noch beste Freunde. Ich denke, die gemeinsamen Interessen, gegenseitiges Vertrauen, dass man ehrlich miteinander umgeht. Ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ehrlich miteinander umgehen. Ja. Und dass man sich auch mal die Meinung sagen darf. Bei Hübi kann ich nur sagen, da weiß man, dass man sich darauf verlassen kann. Hübi ist nicht kompliziert. Mhm. Wenn irgendwas besprochen wird oder wird was gemacht, dann kommt auch sofort schnell ein klares Ja. Ach, guck mal hier, das war unser erstes Schild. Schön. Du musst überlegen, das sind, wie lange, 62 Jahre her, ne? Mhm. Und das funktioniert bis heute noch. Da sind wir auch froh drüber. Und ich vermute mal, Hübi, dass wir den Rest auch noch hinkriegen, oder? Möglichst lange. Also bis 90 halten wir auf jeden Fall durch. Was bedeuten euch eure Freunde und Freundinnen? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und lasst gerne ein Abo da. Lebenslange Freundschaft bis ins hohe Alter. Wie schön. Was sagt die Soziologie, wie sowas gelingen kann? Das möchte ich jetzt von einem der renommiertesten Freundschaftsforscher Deutschlands wissen. Relativ grob geschnitten. Ja, das macht sie nicht besser oder schlechter. Was sind denn die Merkmale, warum die eine Freundschaft lange hält, am liebsten übers Leben und die andere nicht? Eine Sache, die da aus meiner Sicht vermutlich im Hintergrund eine Rolle spielt, ist halt Konstanz in Lebensumständen zum Beispiel. Mhm. Das heißt, Leute, die viele Lebensumbrüche haben, erleben in der Regel so einen Prozess, in dem bestimmte Freundschaften einschlafen oder teilweise auch aufgekündigt werden. Mhm. Das heißt, Leute, die wenig solche Umbrüche haben, die haben selten dieses Durchmixen des Freundeskreises und dieses Neuschichten. Während Leute, die das haben, und das ist so in modernen Gesellschaften relativ normal, dass man so ein paar so strukturierte Lebensumbrüche hat, zum Beispiel zwischen den Schulübergängen oder Übergängen ins Berufsleben oder wenn man das Berufsleben verlässt oder wenn der Partner stirbt. Und dass die Leute dann so einen Schichtkuchen haben. Da ist wie so eine Tektonik drin. Da sind die Freunde aus der frühen Kindheit, da haben nur ein paar überlebt und da sind ganz viele Leichen. Und dann ist das wie so ein Schichtkuchen, und der, wie man so will, wie durch die Biografie der Person geht. Was würdest du sagen, ist denn das, was eine enge Freundschaft wirklich ausmacht?
dass wir sehen, dass in fast allen Schulen, die wir machen, die eingeschätzte, wechselseitig eingeschätzte Qualität der Beziehung sehr hoch ist. Das heißt, das, was die Freunde aushandeln und was sie dann tun, führt insgesamt dazu, dass die Leute in der Regel wechselseitig eine starke Wahrnehmung der Qualität dieser Beziehung haben. Enge hängt auch mit so einem Faktor zusammen wie Zeit. Mhm. Wenn Freundschaften lange halten, gelten sie als bedeutsamer, wichtiger. Das ist vielleicht auch einfach so ein Post-Hoc-Effekt. Ne? Wenn es lange gehalten hat, dann war es auch gut. Ja, verstehe, genau. Ich habe dafür so einen Begriff, den ich Lebenszeugenschaft nenne. Also, dass es eigentlich relativ wenig Menschen gibt, die einen über lange Zeiträume kennen. Prädestiniert dafür sind bei uns eigentlich nur Geschwister, Eltern, bis sie sterben, und Freunde. Und das führt in den Interviews dazu, dass Leute gerade diese lange Dauer häufig als einen eigenständigen Wert sehen. Also das ist etwas, das kann mir sonst keiner bieten. Kaum jemand kennt noch, zum Beispiel, wenn meine Eltern tot sind, die Eltern, und kann mit mir über die reden. Ich finde das schon faszinierend, überhaupt sowas, also intuitiv, sehr Individuelles wie Freundschaft zu erforschen. Was hat dich dazu gebracht? Also einmal, ich bin Kind von Entwicklungshelfern. Mhm. Das bedeutet, alle 4 Jahre neues Land, neue Schule, neue Kinder, teilweise auch häufiger. Es setzt einen relativ früh mit diesem Problem auseinander, dass man neue Freunde finden muss. Häufiger als einem lieb ist. Und das andere ist, ich habe auch so einen leichten sozialphobischen Zug. Ich habe mich nie sonderlich wohl in Gruppen gefühlt. Und ich habe irgendwann mal angefangen, auch Soziologie zu studieren. Mit dem Hintergedanken, naja, wenn ich das erstmal verstanden habe, dann kann ich das auch besser handhaben. Einordnen. Also dann ist es kontrollierbarer für mich. Was das auch so ein bisschen so ist. Sehr schlau, mit einer Angst mit Neugier umzugehen. Soziale Beziehungen sind für uns so wichtig, dass es sich negativ auf uns auswirkt, und zwar sehr, wenn sie uns fehlen. Laut Studien ist es für uns schädlicher, einsam zu sein, als zum Beispiel gar keinen Sport zu treiben. Soziale Beziehungen sind einer der wichtigsten Indikatoren dafür, wie lange wir leben. Warum das so ist, darüber will ich jetzt mit Beate Dietzen sprechen. Der Effekt von Freundschaften auf die individuelle Gesundheit. Was sind für dich die Hauptparameter? Wir können eigentlich auf fast jeder körperlichen Ebene über stressresponsive Systeme, also unsere Körpersysteme, die auf Stress reagieren, ganz konkret messen, wie soziale Beziehungen da wirken, auf diese körperlichen Zielparameter. Mhm. Da finden wir zum Beispiel, dass positive soziale Zuwendung oder auch nur das Gefühl, eingebunden zu sein. Mhm. Wenn ich Hilfe bräuchte, dann bekäme ich sie. Verstehe. Das, was wir als wahrgenommene soziale Unterstützung bezeichnen, dass das unsere Stressantwort vermindert. Also die Personen weisen andere Cortisol-Level auf, die können wir im Speichel messen. Eine verminderte durchschnittliche Herzrate, auch eine veränderte Herzratenvariabilität. Die Herzratenvariabilität steigt dann, das ist auch mit besserer Gesundheit assoziiert, schlafen besser, auch veränderte Immunparameter im Blut. Bei hoher sozialer Unterstützung, also wenn ich sage, ja, da gibt es andere, sind die vermindert, also weniger Entzündungsparameter im Blut. Ja, das können wir auf all diesen Ebenen können wir das messen. Dieses Modell, zum Beispiel Theorie des Stressabpufferns, ne, das kann man sich ja eigentlich wirklich sehr konkret vorstellen. Wenn ich jetzt mit meiner Freundin zusammen so einen Versuch machen muss, habe ich eben nicht so diesen ganz krassen Anstieg von Stress, und der ja Belastung letzten Endes für den Körper auch bedeutet. Ja. Zwar eine Aktivierung, die kurzfristig auch gut sein kann, aber langfristig ja auch eine Belastung, die sozusagen mich, ich sag mal, auslaugt jetzt im umgangssprachlichen Sinne. Mhm. Und wir gehen davon aus, dass auf einer psychologischen Ebene das darüber vermittelt ist, dass ich ein sehr diffuses oder indirektes Gefühl von Sicherheit habe durch diese Einbindung. Mhm. Also dass ich auch dann konkrete Signale, dass jemand anders nah ist, dass ich eine Person, die ich sehr gut kenne, rieche oder dass ich berührt werde, dass ich auch jemand anderen sehe. Dass das dann konkrete Sicherheitssignale sind. Und diese Sicherheitssignale, die versetzen mich oder nähern mich einem ruhigeren Zustand an. Das, was du sagst, ist ja auch so eine gewisse Sinnhaftigkeit, die dann jemand spürt, wenn er sich als wichtig und wertvoll für eine Gruppe spürt. Das ist ja auch eigentlich was, was einen dann wiederum wahrscheinlich glücklich macht. Wiederum positive Hormone ausgeschüttet, die wieder den Stresshormonen entgegenwirken, die uns langfristig krank machen würden. Ja. Also eigentlich Biologie und Psychologie ist sehr eng verzahnt. Ja. Ne? Für
für diese wichtigen positiven Effekte auf unsere Gesundheit braucht es nicht unbedingt viele Freunde. Studien zeigen, dass die Qualität der Freundschaften das sind, was uns glücklich macht. Enge Freunde führen viel eher zu sozialer Erfüllung als eine ganze Reihe von lockeren Verbindungen. Ob Richie und Hübi auch durch ihre enge Freundschaft noch so wahnsinnig fit erscheinen, das werden wir natürlich nie erfahren. Den Finger da auf diese Seite. Ja. Okay. Zwei, drei. Eins, zwei, drei. So. Zwei und drei. Ja! Also, das ist ja Wahnsinn. Ihr seid ja leicht zu begeistern, da bin ich ja ganz froh. Was würdet ihr füreinander tun? Ich glaube, da gäbe es keine Geschichte, die wir nicht füreinander tun würden. Wenn was ansteht und der eine braucht mich oder so, dann ist doch klar, dass man da hingeht, oder? Ist doch normal. Für mich normal und für Hubert auch normal. Was ist euch denn wichtiger, Familie oder Freundschaften? Also Familie ist grundsätzlich wichtig, ganz klar. Aber gleichziehend oder direkt dahinter natürlich die Freundschaft. Die Familie, die enge Familie, die ist sicherlich, kommt an erster Stelle. Sollte auch so sein. Aber sag mal, wenn man dann weitergeht in der Familie, die sogenannte Verwandtschaft, da ist eine Freundschaft, glaube ich, wichtiger als die entfernte Verwandtschaft. Wenn unsere sozialen Beziehungen, unsere Freundschaften so wichtig für uns sind, dass sie uns sogar länger leben lassen, müssen wir dann nicht eigentlich alles dafür tun, dass sie auch lange halten? Genau das tun viele Freundschaften nicht. Statistisch gesehen endet die Hälfte aller Freundschaften innerhalb von 7 Jahren. Das kommt mir irgendwie echt viel vor. Interessanterweise gibt es dann auch noch mal eine Veränderung, wenn wir älter werden. Ältere Menschen bevorzugen kleinere Freundeskreise, die aber tendenziell bedeutsamer sind. Sie wollen nicht so sehr neue Freunde suchen, sondern schätzen etablierte Freundschaften. Und sie konzentrieren sich vor allen Dingen auf positive Kontakte mit weniger Konfliktpotenzial. Aber warum verändern sich unsere Freundschaften in der letzten Lebensphase nochmal? Es gibt eine Theorie, die sagt, dass diese soziale Selektivität dadurch passiert, dass sich die Menschen einfach ihrer eigenen, näher rücken werdenden Endlichkeit bewusst werden. Wenn man für solche empirischen Phänomene in der Wissenschaft plausible und generalisierbare Erklärungen sucht, dann kann es helfen, wenn man sich unsere nächsten Verwandten anschaut. Quasi zum Vergleich. Alexandra Rosati und ihr Team haben genau das gemacht. Und zwar über eine lange Zeit. Weil sie in Amerika forscht, haben wir uns zu einem Videocall verabredet. How do you actually analyze something like friendships in chimpanzees? We all have an intuitive idea of what a friend is, but how do we apply that to animals? So in our work, we've defined the chimpanzee friends as individuals who are sitting near each other at higher rates than you would expect. Mm-hmm. This study has been going on for more than 30 years, so it has incredible records of what these animals have been doing for decades. You sent me some pictures, so maybe you can tell us a little bit about what we are seeing there. Yeah, so this is a grooming chain. So it's showing a big group of males that are all grooming each other in a chain, you know, sort of piles of chimps. They'll really groom for extended periods of time. This is really an important part of how they solidify their social relationships. Some people have equated aspects of grooming in terms of what the point of it all is to something like gossip, you know, hanging out with your friends and chit-chatting, right? They might flip the direction of who's grooming who. They might even have two groom each other at the same time. So that's really mutual investment. Both of us are grooming the other. This is a really important way in which they express and solidify their social bonds. Ah, there's one all on his own. A thing to keep in mind is that for chimpanzees, finding food is one of the most important daily problems they face. And so that means that the amount of time that they can spend just hanging out with their friends can be limited because they can spend something like 7 hours a day just chewing food. Wow. You know, it's a tough task for a wild animal to find enough food. So you had the chance to look over their lifespan and see how their friendships evolve. And what did you see? We found, to our surprise, that the chimps also showed this increasing focus on fewer but more high-quality, important social relationships. But they don't have the sense of mortality, right? They don't know that their lives will end soon. There's a very influential and important hypothesis that one reason we see these changes in humans as they get older is that
we're aware of our own mortality, that people are thinking about the amount of time they have left. There's a lot of experimental evidence that older adults are better at regulating their emotions, at focusing on the positive. Studies looking at interactions at workplaces have shown that older adults are better at kind of staying out of petty arguments and things like that. Yeah. So I think it's very clear that humans do show these patterns and that something like thinking about our own mortality is probably important for humans. But what we showed is that you can get these same patterns even without that really rich sense of the future. Mich interessiert, was Richie und Hübi dazu sagen. Hat sich ihr Freundeskreis verkleinert? Freundschaft verändert sich ja dann irgendwann auch im Alter so ein bisschen. Ne? Bemerkt ihr auch so einen Rückzug? Ja, es gibt ja unter den Kollegen, ja, all das bedingt, dass man sagt, ach, ich habe da jetzt keine Lust mehr dran oder so. Ne? Einige im Alter, die möchten dann einfach nicht mehr so raus. Sie sagen, ich bleibe hier zu Hause, mach's mir hier gemütlich. Hm. Aber da ist jeder unterschiedlich. Ne? Womöglich ist zumindest nicht nur das Bewusstsein für die eigene Endlichkeit der Grund für ein weniger an Freundschaften im Alter, sondern das hat auch ganz banale Ursachen, wie Krankheiten oder eingeschränkte Mobilität. Auf Richies und Hübis engste Freunde trifft das aber nicht zu. Davon darf ich mich selbst überzeugen. Eine Männerrunde. Ja. Ein Freundeskreis. Von früher noch, wir hatten ja so eine Auftritttruppe. Wir hatten ja 113 Auftritte. Musik verbindet einfach. Und ich glaube, vielleicht sind Musiker sind auch fröhliche Menschen irgendwie, oder? Das wollte ich dir auch noch gerade sagen. Also wenn du vernünftig wirst, dann sind wir keine Freunde mehr. Ja, Freundschaften halten uns am Leben. Wie gut sie das tun, das kann die Forschung mit einer ganzen Reihe von Parametern messen. Im Grunde genommen ist das ja vor allen Dingen ein Indikator dafür, wie wichtig Freundschaften eben für uns sind. Sie wirken sich auf unser ganzes Sein positiv aus. Und ich kann eigentlich nur jedem wünschen, so eine Freundschaft wie die zwischen Richie und Hübi und natürlich ihren Jungs zu haben. Für mich ist das auf jeden Fall jetzt nochmal ein Ansporn, mich noch mehr um meine eigenen Freundschaften zu kümmern. Vielleicht geht's euch ja auch so. Wenn ihr Freunde des Kanals seid, dann abonniert uns gerne und empfehlt uns auch gleich euren Freunden. Und wenn ihr euch dafür interessiert, wie nicht nur die Freundschaft, sondern auch die Liebe ewig hält, dann schaut gerne das Video von uns dazu. Da wäre noch ein weiteres spannendes Video und all unsere Staffeln gibt's in der Mediathek.